war? Dreckskind. Verdammt! Hey, es ist wieder die gleiche Situation, Tom. Und wieder kannst du nicht entscheiden. Scheiße. Dann ist mein Kugel, mein Typ immer kugelsicher. Du hast es getan, aber die kriegen dich. Doch, Salieri wird dich kriegen. Er war auf deiner Seite, du Ratte. Du bist gefährlich, Tom. Und Pauly? Er war sich nie sicher, dass du seinen Tod nicht vergeben würdest. Du musst dich verstecken wie ein Geächteter. Und eines Tages kriegen sie dich. Genau wie... bei Frank. Die haben ihn gefunden? Du hast sein Leben nur verlängert. Aber schließlich haben sie ihn auch gefunden. Und Frank war der einzige wirkliche Freund des Don. Freundschaft ist ein Scheißdreck wert. Ja, diese fand ich immer sehr traurig. Dann waren sie das also auch. Sie zerstörten die Gemäldesammlung, die ein paar Millionen Dollar wert war? Nicht mit Absicht, aber es ist irgendwie passiert. Na, wenn's weiter nichts ist. Ich konnte dort schnell verschwinden. Es war nicht ganz einfach. Ich war wirklich in Gefahr, aber ich schaffte es. Ich schnappte mir Frau und Tochter und verließ das Land auf der Stelle. Sam hatte recht. Wenn sie Frank in Europa gefunden und noch 5 Jahre nach seinem Verschwinden hingerichtet hatten, würden sie mich nach meinem Betrug nicht entkommen lassen. Und sie sind gewillt, all das, was sie mir jetzt gesagt haben, auch vor Gericht und gegen all diese Männer auszusagen. Denken sie nicht, dass sie die Sache dadurch nur noch schlimmer machen? Was sie jetzt vorhaben, ist mehr als ein Vergehen. Es ist Hochverrat. Wenn diese Männer ins Gefängnis gehen oder besser hingerichtet werden, können sie sich nicht mehr an mir rächen. Wenigstens nicht so leicht wie in Freiheit. Ich bin bereit, gegen sie auszusagen, wenn sie mir unseren Schutz gewährleisten und meiner Frau, meiner Tochter und mir eine neue Identität garantieren. Wenn wir das alles schaffen, wird das der größte Prozess, den dieses Land jemals erlebt hat. Ein interessantes Angebot. Ich weiß nicht, ob es moralisch ist, jemandem wie Ihnen zu helfen. Aber ich schätze, das Resultat ist es wert. Ich denke, wir helfen Ihnen. Yeah. Bis zum Prozess ging alles glatt. Ich saß in meiner Zelle und schrieb die Beweise gegen die Leute nieder, mit denen ich gearbeitet hatte. Und mit denen ich 10 Jahre lang befreundet war. Der Prozess war riesig und versetzte das Land in einen Schock. Salieri und einige seiner Killer wanderten auf den Stuhl. Die kürzeste Strafe betrug 8 Jahre. Ich verbrachte die gesamte Zeit in einer Zelle an einem geheimen Ort ohne Besucher. In der ganzen Zeit sah ich weder Sarah noch meine kleine Tochter. Aber es hat sich gelohnt. Norman besorgte uns eine neue Identität und schickte uns an das andere Ende der Staaten.
Ich arbeitete als Fahrer für ein angesehenes Unternehmen. Wir begannen ein völlig neues Leben. Dieser Frieden wurde nur durch den Krieg unterbrochen, aber wir schafften auch das. Yep. Und gut, alles gut. Mr. Angelo? Ja. Mr. Salieri schickt Ihnen Grüße. Wissen Sie, die Welt wird nicht von geschriebenen Gesetzen regiert, sondern von Menschen. Entweder mit Hilfe der Gesetze oder nicht. Es kommt auf jeden Einzelnen an, wie seine Welt ist, was er aus ihr macht. Und man braucht eine gehörige Portion Glück, damit einem niemand das Leben zur Hölle macht. Und es ist nicht so einfach, wie man in der Grundschule lernt. Aber es ist gut, hohe Ideale zu haben und daran festzuhalten. In der Ehe, beim Verbrechen, im Krieg, immer und überall. Ich hab's versaut. So wie Paulie und Sam. Wir wollten ein besseres Leben, aber am Ende ging es uns schlechter als den meisten anderen. Wissen Sie, es ist wichtig, das richtige Maß zu finden. Ja, Maß, das ist das richtige Wort. Der Typ, der zu viel erreichen will, riskiert, absolut alles zu verlieren. Und derjenige natürlich, der zu wenig vom Leben will, kriegt vielleicht gar nichts. Yep. Als ich das erste Mal dieses Ende gesehen habe, habe ich ein bisschen geflennt. Gebe ich zu. Selbst jetzt finde ich das Ende sehr traurig. So, eine Sache kapiere ich immer auch nicht ganz. Warum? Sie haben ihm eine neue Identität gegeben. Aber sein letzter Name ist immer noch derselbe wie vorher. Vorher hieß er Tommy Angelo. Und später heißt er immer noch Angelo, wenn ich mich nicht gerade geirrt habe. Ich glaube, ich werde noch so ein paar Closing Comments sagen, während ich die Freie Fahrt Extrem spiele. Wo ich zu meinem ersten Punkt komme. Ich habe ja gesagt, das beste Auto, was man normal kriegen kann. Aber nicht das beste Auto im Spiel. Weil es gibt noch ein paar extra Autos, die man einsammeln kann, wenn man Spezialmissionen macht. Und das ist halt in den extra, hier. In den Extrem Freie Fahrt. Und dies hier ist auch das Auto, was wir letztes gemobst haben. Also, das super Auto. Freifahrt extrem und dann kann man hier die Spezialmission machen. Und dann kriegt man noch bessere oder halt besondere Autos. Das war, was ich meinte mit den. Es ist das beste Auto, was man mal kriegen kann, aber nicht das beste Auto im Spiel. Polizei! Mein Auto wurde gestohlen! Dann wollte ich noch. Ja, stimmt, mit den Waffen habe ich glaube ich schon erzählt. Ich hab Flauen. Also sage ich einfach so meine Closing Comments, dass ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, es zu gucken, das Let's Play. Und mir hat es auch Spaß gemacht, natürlich das Let's Play zu machen, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber ich zugebe, dass es anstrengend war an Zeiten und haben auch gemerkt, als ich dann gecuttet habe, weil ich nicht mehr dafür Fahren zeigen wollte. Ja. Aber eigentlich war es sehr gut und als nächstes kommt dann halt Dark Messiah. Weil noch ein bisschen mehr Action haben wird. Und ich. Ja, das war das. Und eigentlich die letzte Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist, dass ich nicht die extra Autos machen werde. Nee. Manche davon sind fast unmöglich oder brauchen ungefähr ich würde mal sagen, 20 Versuche. Na, irgendwann habe ich auch keine Lust darauf mehr. Und sie sind eigentlich. Ich habe sie ungefähr Hälfte der Autos schon öfter gemacht und ich muss es nicht nochmal alles machen. Ist ziemlich viel Arbeit und Aufwand. Aber ja. Zum Beispiel, das hier ist halt das CP-Auto, wie man so sieht. Yay. Ich glaube, das war's. Also sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Dark. Also bis zum nächsten Mal, wo es dann wohl Dark Messiah, der zweite Part davon, wäre. Tschüss.